Unser heutiger Referent ist Dr. Steffen Puhl vom HZ und er wird uns das Thema Wie lesen blinde Menschen Dokumente barrierefrei erstellen näher bringen. Ich gebe das Wort weiter an Steffen Puhl. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich heute hier diese Coffee Lecture gestalten kann. Und zum Einstieg haben wir ein kurzes Impulsvideo vorbereitet. Jetzt sage ich nur Frank, Video bitte ab. Stellt euch einmal vor, ihr könntet Webseiten oder auch Videos wie dieses nur verschwommen oder verzerrt, nur in einem kleinen Ausschnitt oder aber auch gar nicht sehen. In diesem Video beschäftige ich mich mit digitaler Barrierefreiheit. Ich zeige, welche Probleme Blinde und andere Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beim Lesen von Texten haben und welche Lösungsansätze es gibt. Am Hochschulrechenzentrum der JLU Gießen kümmert sich Dr. Steffen Puhl um die Barrierefreiheit bzw. Inklusion in der IT. Also darum, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen diese selbstständig und ohne fremde Hilfe nutzen können. Ich kenne Steffen seit vielen Jahren und bitte ihn häufig um seine Hilfe, wenn neue Systeme oder Inhalte zu testen sind. Er weiß genau, worauf es ankommt, denn Steffen ist als blinder Mensch auch Experte in eigener Sache. Eigentlich ist die Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Informationsangebote öffentlicher Einrichtungen in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Bezüge finden sich zum Beispiel in der UN-Behindertenrechtskonvention, im Grundgesetz, dem Behindertengleichstellungsgesetz oder dem Hochschulrahmengesetz. In der Praxis scheitert die Umsetzung jedoch an vielen Stellen leider noch immer. Dann sind Betroffene klassischerweise auf eine Vorleseassistenz angewiesen. Hier benötigt Steffen zum Beispiel Infos über Behindertenparkplätze aus einer gedruckten Broschüre. Ja, das ist der Leitfaden zum barrierefreien universellen Bauen. Kannst du mir bitte mal aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen? Also es geht los mit dem Impressum, dann kommt das Vorwort, dann würde eine Einführung kommen mit den Suchst du nach sowas? Was gibt es denn bei den Sonderbauvorschriften? Da gibt es zum Beispiel Garagen, Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Schulen, Gaststätten. So, gibt es jetzt hier Unterpunkte wie zum Beispiel Stellplätze für Behinderte oder der Rettungswegplan? Ja, ich suche was für die Parkplätze für Menschen mit Behinderung, also die Stellplätze. Die Zahl der notwendigen Stellplätze für die Kraftfahrzeuge von Personen mit Behinderung muss mindestens... Ganz schön umständlich, oder? Bei Webseiten oder digitalen Dokumenten kann ein Computer das Vorlesen übernehmen, zumindest teilweise. Aufzählung des Konsums, Liste mit 5 Aufzählungszeichen, exponentielle Leistung. Ja, es sind verschiedene Listen, die nacheinander abgebildet werden. Ist das ein Schaubilder hier? Ja, genau. Du hast wie einen Kreislauf dargestellt und da gibt es 3 große Punkte wie Technologie, Gesellschaft und Kultur und Wirtschaft. Und zu diesen 3 großen Punkten gibt es dann jeweils diese Unterpunkte. Das waren die gerade vorgelesen wurden. Wie ihr seht, lauern auch hier Barrieren, zum Beispiel bei Bildern ohne Beschreibungen oder auch Texten, die nicht ordentlich formatiert und gegliedert wurden. Wurde ein digitales Dokument jedoch direkt barrierefrei erstellt, können Betroffene dies ohne fremde Hilfe lesen. Was man hier auf dem Monitor sieht, ist das Handbuch Behindertenrechtskonvention als barrierefreies PDF. Damit kann ich zum Beispiel mit dem Bildschirmleseprogramm, also mit dem Screenreader, über die semantisch ausgezeichneten Überschriften innerhalb des Dokuments navigieren. Diese Stelle bin ich jetzt reingegangen und lass mir das mal vorlesen, absatzweise. Überschriftebene 2, der lange Weg zur Selbstbestimmung. Überschriftebene 2, ein historischer Abriss. Wenn heute von behinderten Menschen die Rede ist, fallen die selbstverständlich die... Im Screenreader habe ich weiterhin die Möglichkeit, mir die Liste der Überschriften in diesem Dokument generieren zu lassen. Diese wiederum kann ich auch zur Navigation nutzen. Hier wird der hierarchische Aufbau der ausgezeichneten Überschriften abgebildet und ich kann mir so einerseits einen Überblick verschaffen und auch mich so gezielt zu den Stellen navigieren, die mich interessieren. Zum Beispiel interessiert mich diese Stelle, ich kann direkt dorthin klicken und so kann ich mir jetzt den Inhalt des Buches zugänglich machen, ihn mir vorlesen lassen, ganz ohne fremde Hilfe. Für digitale Bücher sind dazu inzwischen sogar spezielle Formate entstanden. Menschen, die von Geburt an blind oder bereits früh im Leben erblindet sind, lernen häufig die Brailleschrift
und nutzen manchmal anstelle der Sprachausgabe eine sogenannte Braillezeile, die digitalen Text in Blindenschrift umwandelt. Es gibt noch weitere Hilfsmittel, von Bildschirmlesegeräten bis hin zu Smartphone-Apps, die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beim Lesen nutzen. Wenn wir ein Dokument sehen, verarbeiten wir Texte und Bilder normalerweise visuell. Wir erkennen auch eine Überschrift sofort, weil sie größer und hervorgehoben dargestellt ist. Auch Bilder springen uns ins Auge. Blinde Menschen hingegen müssen die visuellen Sinneseindrücke entweder durch auditive Überschriftebene 2 oder durch haptische Wahrnehmung kompensieren. Überschriften, Absätze, Aufzählungen, Bilder und Tabellen sollten daher in einem Dokument nicht nur visuell aufbereitet sein, sondern auch semantisch und strukturell. Das klingt komplizierter als es ist, denn mit einem Textverarbeitungsprogramm wie Word geht das sehr einfach. Mit Formatvorlagen und Beschriftungen solltet ihr ohnehin arbeiten, wenn ihr zum Beispiel ein automatisches Inhaltsverzeichnis in einer wissenschaftlichen Arbeit erstellen wollt und nicht alles wie Kraut und Rüben aussehen soll. Wie das genau geht und welche Tools es für die einfache Überprüfung auf Barrierefreiheit in Word gibt, zeigen wir euch im nächsten Teil. Ja. Danke, Frank. Ich möchte jetzt im Folgenden, trotz der Kürze der Zeit, Ihnen näher bringen, wie Sie Ihre Word-Dokumente möglichst barrierefrei erstellen und dahingehend überprüfen können. Nächste Folie, bitte. Ich habe jetzt Grundprinzipien digitaler Barrierefreiheit befolgen. Wenn wir über digitale Barrierefreiheit reden, dann sind diese folgenden vier Grundprinzipien, nämlich Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit, zu befolgen. Bezogen auf Word-Dokumente heißt das, dass sämtliche Inhalte eines Dokuments von allen Nutzenden wahrgenommen, bedient und verstanden werden können. Und zwar auf ihren unterschiedlichen Endgeräten und unter Einsatz ihrer behinderungsspezifischen Hilfsmittel. Sie haben im Video eben schon gesehen, ich beispielsweise nutze einen Screenreader, also eine Bildschirmleseprogramm mit einer synthetischen Sprachausgabe. Damit Ihnen das beim Erstellen Ihrer Dokumente möglichst gut gelingen kann, gilt es, die folgenden Regeln bzw. Arbeitsschritte zu beachten. Nächste Folie, bitte. Ja. Erstens, barrierefreie Dokumentvorlage verwenden. Jedes Word-Dokument basiert auf einer Dokumentvorlage. Die neuesten Word-Versionen stellen Ihnen solche, die bezüglich in der Gestaltung bezüglich Schriftarten, Schriftgrößen und Schriftschnitten sowie Farben und Kontrasten optimiert sind, zur Verfügung. Diese finden Sie, indem Sie in die Backstage-Ansicht unter Datei auf den Reiter Neu den Suchbegriff barrierefrei eingeben. Dann erhalten Sie eine Ergebnisliste, wo Ihnen ganz viele unterschiedliche Dokumentvorlagen vorgeschlagen werden. Dort wählen Sie die passende aus und öffnen Sie die. Sie können natürlich auch anderweitig vorgegebene oder eigene Dokumentvorlagen verwenden. Dann müssen Sie aber zuerst prüfen, ob diese geeignet sind in Sachen Barrierefreiheit, gegebenenfalls auch noch nachbereiten. Die Basis muss also stimmen. Nächste Folie, bitte. Ja, ist da. Im zweiten Schritt tragen Sie dann die Dokumenteigenschaften ein. Damit das nicht vergessen geht, machen Sie das gleich hier zu Beginn und gehen wieder in die Excel-Ansicht unter Datei, diesmal auf den Reiter Information. Dort unter Eigenschaften können Sie Titel, Thema, Kontaktnamen, Stichworte, Kommentare und so weiter eingeben. Ganz wichtig ist hierbei, dass Sie einen zutreffenden und aussagekräftigen Dokumenttitel verwenden.
dann verlassen Sie diesen Bereich wieder. Nächste Folie bitte. Ja, ist da. Im dritten Schritt gilt es, die Spracheinstellungen festzulegen. Damit Ihr Word-Dokument von einem Screenreader korrekt und verständlich vorgelesen werden kann, sind Spracheinstellungen ganz entscheidend. Hier können Sie auf dem Register im oberen Menüband unter Überprüfen, unter Sprache die Spracheinstellungen festlegen. Zum einen kann man unter Sprache die Hauptsprache des Dokuments einstellen, die dann für das Ganze, für die Bearbeitung des ganzen Dokuments gilt. Und zum anderen kann man bei Sprachwechsel und jetzt zum Beispiel bei der Texteingabe fremdsprachliche Begriffe, Fachbegriffe, Zitate oder bibliografische Angaben hat, dann kann man diese über den fremdsprachigen Stellen markieren und über Sprachen für Korrekturhilfen festlegen, die jeweilige Sprache auswählen. Dazu noch ein Tipp. Deaktivieren Sie möglichst beim ersten Aufrufen dieser Funktion die automatische Spracherkennung, damit Sie die Sprachwechsel manuell festlegen können und diese auch steuern und kontrollieren können. Zur nächsten Folie bitte. Ja, ist zu sehen. Im vierten Schritt geht es darum, eine möglichst konsistente Formatierung und Gliederung des Dokuments zu erreichen. Jetzt sind wir bei der Texteingabe angekommen. Dabei arbeiten Sie möglichst vollständig und stringent mit den Standardformatvorlagen für Überschriften, für Absätze, für Listen, Tabellen, Links und so weiter. Wir haben ja schon gesehen im Einspieler, dass Überschriften zum Beispiel auf den unterschiedlichen Ebenen dazu dienen können, das Dokument zu verstehen und auch gezielt an verschiedene Stellen navigieren zu können mit dem Screenreader. Zur Auszeichnung von Überschriften verwenden Sie entsprechend Standardformatvorlagen für Überschrift Ebene 1, Überschrift Ebene 2 und so weiter. Sie beginnen mit der ersten Ebene und lassen keine weitere aus. So erreichen Sie eine konsistente Gliederung, die ja wiederum auch Grundlage für ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis ist. Bei Aufzählungslisten verhält es sich analog. Diese müssen konsistent gegliedert sein, das heißt, Listen beginnen auf der ersten Ebene und drunterliegende verschachtelte Listeneinträge müssen entsprechend ausgezeichnet werden. Einige Screenreader geben nämlich diese Strukturinformationen wieder, was die Verständlichkeit des Dokuments deutlich verbessert. Ja, Tabellen. Dazu müssen Sie grundsätzlich wissen, Tabellen werden von Screenreadern linear wiedergegeben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich zunächst fragen, habe ich eine Möglichkeit oder kann ich meine Inhalte auch in anderer Form, beispielsweise über Listenform, vermitteln? Wenn Sie sich dann doch für die Verwendung einer Tabelle entscheiden, dann halten Sie bitte deren Struktur möglichst einfach und zeichnen Zeilen und Spaltenüberschriften mit den entsprechenden Formatvorlagen aus, um die Strukturierung zu erzielen. Damit wird es dann nämlich möglich, dass sich mit dem Screenreader hinterher per Tastatur Kürzel die Beziehung zu dem Inhalt der jeweiligen Datenzelle abfragen kann. So Tabelle, deren Aufbau und Inhalt zugänglich machen kann. Sie merken schon, Tabellen sind ein Sonderfall. Abschließend möchte ich noch ein Wort zu Links sagen. Bei Links ist es ganz wichtig, dass das Link-Ziel klar und eindeutig erkennbar ist. Also dass immer deutlich wird, wo führt der Link hin. Also Links wie hier oder mehr sind in Sachen Barrierefreiheit zu vermeiden. Nächste Folie bitte. Ja. Sind wir im fünften Schritt angekommen bei der zugänglichen Zeichenkodierung. Da ist es ganz wichtig, dass auch etwas, damit das Dokumente vom Screenreader verständlich wiedergegeben werden können, verwenden Sie bitte ausschließlich Zeichen,
die mit dem Unicode eine eindeutige Zuordnung im Unicode haben. Das betrifft insbesondere Sonderzeichen und Aufzählungszeichen. Denn nur solche, die im Unicode als Aufzählungszeichen quasi definiert sind, werden auch vom Screenreader als Aufzählungszeichen in Listen wiedergegeben. Ansonsten sagt er mittleres Rechteck oder kleines spitzes Dreieck oder sowas und es wird nicht unbedingt ersichtlich, dass es sich dabei um ein Aufzählungszeichen handelt. Es kann unter Umständen eine Verständnisbarriere verursachen. Bei Sonderzeichen verhält es sich genauso. Nächste Folie bitte. Ja. So, wir sind jetzt bei sechstens, richtig? Richtig. Gut. Ja, jetzt kommt nochmal was ganz spannend, eigentlich auch ein Hauptanliegen. Sie vereinbaren Alternativtexte und Beschreibungen für grafische Elemente. Wenn Sie in Ihrem Dokument grafische oder visuelle Objekte wie Abbildungen, Grafiken oder auch Videos einbinden, dann müssen Sie diese für blinde Menschen oder stark sehbehinderte Menschen eben ja, alternativ durch Text beschreiben. Ich möchte kurz an einem Beispiel erläutern, wie das genau funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie fügen in ein Dokument ein Bild ein. Dann müssen Sie kurz und neutral schreiben, was für das Verständnis des Bildes wichtig ist. Also was darüber vermittelt werden soll. Rechts auf dem Screenshot zum Beispiel ist zu sehen, im Dokument haben wir eine Abbildung eingefügt. Wir gehen dann auf die Bildformate. Dort können Sie dann auch den Alternativtext hinterlegen. Schön ist jetzt, die neuesten Word-Versionen unterstützen Sie da schon sehr gut. Sie bekommen nämlich zum einen schon mal eine kurze Arbeitsanweisung, was und wie Sie da tun sollen. Und Sie bekommen über künstliche Intelligenz, über eine Bilderkennungstechnologie auch schon einen Alternativtext vorgeschlagen. In dem Fall ein Bild, das Person, Mann, Tragen, Anzug enthält. Jetzt muss man sich überlegen, ist das ja, der Situation zutreffend bezüglich auf das, was durch dieses Bild vermittelt werden soll. Konkret handelt es sich hier nämlich bei diesem Bild um eine Abbildung von dem jungen Justus Liebig. Und ja, vielleicht ist ja das konkret die Information, die auch über das Bild vermittelt werden soll, dann müsste die auch in den Alternativtext reingeschrieben werden. Das heißt, diesen automatisch vorgegebenen können Sie auch bearbeiten. Überlegen Sie sich hier genau, was ist wirklich wichtig für das Verständnis dieses Bildes. Und wenn der Alternativtext tatsächlich mal länger werden soll, dann bietet es sich vielleicht auch an, ihn vorher oder nachher im Text zu platzieren und wiederzugeben. Dann profitieren nämlich auch alle Nutzenden davon und nicht nur Menschen, die den Screenreader nutzen und den Alternativtext für das Bild wiedergegeben bekommen. Es ist eine gewisse Herausforderung, da muss man sich ein bisschen einarbeiten, aber wenn man das öfters gemacht hat, gewinnt man dann ein gewisses Gefühl dafür und es macht sich relativ gut. So, nächste Folie bitte. Ja. Kommen wir jetzt zu Schritt 7, was dann auch schon der letzte Schritt ist. Sie prüfen jetzt Ihr Dokument in Word auf Barrierefreiheit. Die neuesten Word-Versionen bieten Ihnen eine Barrierefreiheitsprüfung an, integriert. Dabei können Sie immer mit einem Blick nach unten auf die Statusleiste am unteren Fensterrand von Word. Da bekommen Sie immer den Status der Barrierefreiheit Ihres Dokuments angezeigt. Von dort aus können Sie die Barrierefreiheitsprüfung starten oder auf dem Register überprüfen und der Barrierefreiheit überprüfen. In den Prüfergebnissen bekommen Sie dann Fehler, Warnungen und Tipps angezeigt. Wenn Sie dann einzelne Barrierefreiheitsprobleme anklicken, dann unterstützt Sie Word wieder beim Verbessern. Denn Sie können auf diese Weise zum Beispiel einen vergessenen Gang und Alternativtext noch relativ einfach zu einer Abbildung hinzufügen.
Wenn Sie das dann alles gemacht haben, sollten Sie auf jeden Fall bedenken, dass es sich bei dieser Barrierefreiheitsprüfung um eine technische Prüfung handelt, die nur eingeschränkt ist, zwar fast alle Arten von Barrieren erkennen kann, aber dennoch ist es ganz wichtig, dass Sie hinterher das Dokument nochmal manuell prüfen. Also eine manuelle Prüfung ist unerlässlich. Vergewissern Sie sich also selbst noch einmal über all das, was Sie in dem Dokument an Strukturinformationen, an Alternativtexten, an Beschreibungen hinterlegt haben. Ja, und wenn Sie das dann alles gemacht haben, dann haben Sie auch schon die Vorbereitungen getroffen, Ihr Dokument als möglichst barrierefreies PDF zusätzlich abzuspeichern, weil Sie es dann vielleicht weiterverwenden wollen oder weiterschicken oder ins Internet stellen wollen. Nächste Folie bitte. Ja. Damit bin ich auch schon am Ende. Das ist kurz Durchlauf, wie man möglichst barrierefreie Dokumente in Word erstellt und dahingehend überprüft. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bin gerne jetzt offen für Fragen, die ich gerne beantworten werde. Und danke auch nochmal an die Technik, an die helfenden Hände im Hintergrund. Und unter der Internetadresse www.uni-giesen.de/steffen-pool finden Sie meine Profilseiten auch nochmal mit Kontaktdaten und weiteren Informationen zu meinen Arbeiten und Aktivitäten im Bereich Barrierefreiheit und Inklusion in der IT.